Wie wir sehen können, kann ich schon mal nicht viel gucken. Du weißt doch erst die Technik, dann die Optik. Ich glaube, die Kabel sind einfach alle nicht mehr gut. Kurz und schmerzlos. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, weil, ich bin hier gerade mit der Scheibenegge auf die Koppel gefahren und, guck mal, da laufen zwei. Ha! Ein kleiner Vierbeiniger und eine mit dem Fahrrad. Das Fahrrad hat aber auch kein Fahrgestell, aber die Frau, naja. Ja, die beiden segeln hier gerade eine Runde. Wie gesagt, ich habe mir die Scheibenegge geschnappt. Müssen wir mal gucken, die müssen wir hier mit grün. Klappen wir die mal auseinander. Ja, so, geklappt haben wir schon mal. Wir haben ja, das ist eine 4 Meter Kurzscheibenegge. Das mit dem Kurz ist immer noch so ein Thema, ne? Aber das macht ja nichts. So kurz ist sie nämlich nicht. Wenn ich hier jetzt in die Ecke pieke, muss ich schon ganz schön Meter machen. Bis ich das eher so ganz schön weit gucken kann, bis ich das Ende sehe. So. Es ist so, dass die in Gemeinschaft läuft. Ich weiß also nicht, wie die Tiefenführung gerade so eingestellt ist. Das werden wir sehen. Das macht man mal so auf Verdacht. Tiefenführung vorne passiert über die Unterlenker. Da gehen wir auch noch mal einmal kurz rein. Da brauchen wir ja, was die Regelung angeht, keine Regelung. Das ist eine Höhengeschichte. So, hier haben wir 80%. Das kann hier auf 100%. Das kann fest hinten. Ne? Da muss keiner was regeln. Das soll dann nur so mitfahren. So, haben wir. So, und dann machen wir die Tiefenführung hier rüber. Einmal ausheben, einmal runter. Jetzt ist unten, dann drehen wir uns das Rad so weit hin. Wir machen nochmal Go. So, dann haben wir das. Mann, das ist aber alles spannend hier heute schon wieder. Und dann haben wir hier noch einen Tempomaten. Da steht jetzt 20 drin. Das ist ein bisschen hart. Dann gehen wir mal runter, erstmal irgendwo auf 17. So, ein Tempomat haben wir also auch. Das ist Tempomat C2. Das haben wir hier. Dann ist ja hier vormarkiert. Zack. So, dann fahren wir einmal, rollen wir einmal an. Dass wir mal einmal gucken, was passiert. Ich stelle jetzt über das Tiefenrädchen erstmal ein bisschen die Tiefe zu. Beim ersten Mal lang hier an der Kante ist das sowieso alles erstmal nur so, dass man erstmal irgendwas macht. Weil wir müssen das ganze Gerät ja in Waage bringen. Und hier sieht man es ja auch schön Staub gerade. Das ganze Gerät erstmal in Waage bringen. Das gucken wir uns aber gleich an, dass die Scheiben auch gleich tief arbeiten. Ne? Die erste und zweite Scheibenreihe. Aber es ist durch den Kalk ja echt praktisch, wie wir sehen können. Kann ich schon mal nicht viel gucken. Katastrophe. Dann machen wir mal End. Den hebt er aus. Dann fahren wir mal eine Runde rum und gucken mal einmal. Ich weiß nämlich nicht, was er gemacht hat. Oh Mann, ey. So. Hier sehen wir unsere ersten Spuren. Probleme mit dem Siebkasten-Hangausgleich, ne? Ja, das ist damit bei. Kann man auch mal grüne Spuren produzieren, ne? So, wie wir sehen wir, dass das ganz schön doll angepackt hat alles, ne? Gut, für das erste Mal lang lassen wir das mal so stehen. Einen Ticken höher machen wir schon mal. Ja, wenn ich das jetzt schon so sehe, ohne Staub, dann können wir uns hier den noch da hinstellen. Dann machen wir noch einen Tacken höher. Wir wollen ja noch nicht tief, wir wollen noch möglichst das, was da jetzt aufgelaufen ist, gerade so, dass das abgeschält wird, dass das nicht weiter wächst,
und dass wieder neues Potenzial da ist für neue Sämereien, dass die quasi neu angeregt werden zum Keimen. Ne? Aber so wird das ja mit dem Einstellen total geil. Ne? Das läuft gleich darauf hinaus auf so eine Vollbremsung und dann gucken wir uns mal an, wie tief das Ganze arbeitet. Das machen wir aber da drüben. Ich möchte auf der anderen Knickseite mal anfangen, glaube ich. Ah, das überlege ich mir gleich. Puh! So, ich habe mal eine Vollbremsung hingelegt. Dann wollen wir mal gucken, was hier so ist. Hier sieht man meinen Bremskeil, ne? So, da ist schon nicht mehr gearbeitet. Also das ist nicht dolle, was ich tief bin. Wenn man hier die Scheiben sieht, man muss das ja so ein bisschen vorher sehen, ne? Wenn man die vorher sieht, ah, das ist schwer einzuordnen. Aber demnach ist mir das schon noch ein Tacken zu tief. Noch ein Tacken zu tief. Man kann auch sehen, vorne ist sie auch noch ein Stück tiefer als hinten. Ne? Das ist auch ein bisschen unfair, die Scheiben sind ungleich abgenutzt. Das ist über die Zeit hinweg, nutzen die vorderen Scheiben einfach schneller ab, weil sie in der ersten Reihe stehen und der Boden da gar nicht gelockert ist. Ne? Aber oh, wir müssen vorne noch tiefer. So, machen wir hier klickweise. Klicken wir aber zweimal. Vorwärts fahren. Gucken wir mal. Ist, glaube ich, immer noch reichlich. Dieser Staub ist ja Wahnsinn, ne? Was ein Kalk. Wahnsinn. So, da verzieht sich unser Staub. Erst mit dem Fahrrad, jetzt mit dem Audi. Mann. Ja, hier war eine Fahrgasse. So ein bisschen in der Fahrgasse wollen wir ja nämlich noch was machen. Aber da ist das, achso, da unten, ne? Da ist das ganz leicht angerutscht. Weil in der Fahrgasse ist das ja, kann man hier sehen, wir fahren so ein bisschen diagonal, aber so hundertprozentig hier, das heißt so hundertprozentig, aber du hast ja so eine Lunke. Wir fahren ja keine Gülle hier, aber ansonsten ergibt sich das ja trotzdem, dass da mal so eine Lunke ist. Und ein bisschen drin rumkratzen wollen wir auch, ein bisschen Erde drüber bringen, dass da quasi auch noch ein bisschen was keimen kann. Und dann hast du, ja, hast du hier, das ist nicht viel. Was mögen das sein? 3-4 cm? Ja, mutmaßlich 4 cm. Die das jetzt hier gekratzt hat, ne? Und das ist alles lose und von weg. Ich denke mal, das kann man so machen, ne? So, jetzt rauschen wir hier weiter hin und her. Mit dem kleinen Gerät. Was ist das überhaupt hier immer? 1, 2, 3, 4, 5. 6 Meter sind ja nichts, ne? Für eine Kurzscheibenecke. Kabelsalat hier. So. Guck mal, da kommt der nächste, da fährt Opa vorbei. Zack. Ja, wir fahren hier heute mit manuellem Lenksystem. Hier so eine Hand. Die kann. Das Lenksystem an sich lässt so ein bisschen, will einfach nicht lenken. Es macht alles, nur nicht lenken. Es weiß, wo wir sind und macht so Linien, aber es steuert einfach nicht die Lenkung wirklich an. Ne? Ja, mal gucken, wann da der, wie heißen die denn überhaupt? Es sind ja einfach nur Landmaschinenmechaniker in dem Sinne, aber der muss natürlich auch Fachwissen mitbringen. Ne? Vor allen Dingen sein Laptop muss er da anklemmen und dann kann man mal gucken, wo da der Schuh drückt, ne?
Aber solange kriegen wir die 4 Meter von der Kurzscheibenmenge auch hier irgendwie über die Motorhaube gepeilt. Ne? Das ging früher auch. Muss das heute auch gehen. Nicht sicher auf die afrikanische Brüllmücke gerade fährt als ich, aber eigentlich ist es auch egal, man muss ja nur überall gewesen sein. Der heutige Stargast, ich habe gar keine Bonscha mitgenommen für dich. Nee. Keine Salinos. Okay. Das ist ja gut. Das Schöne ist, ich konnte nämlich dann, weil er das Lenksystem gerade so ein bisschen Aussetzer hat, wenigstens Drohne fliegen, deswegen vielen Dank an den Fahrer hier. Er hat uns ermöglicht, dass wir schön ein paar Drohnenaufnahmen kriegen. Ne? Wobei er sie auch einmal beinahe überfahren hätte. Das war knapp, mein Lieber. Oder lag das am Drohnenpiloten? Am Bediener. Ja, Bedienerfehler. Zwischen hier, Lenkrad und Rückenlehne, da liegen meistens die Probleme. Ich sitze ja nicht. Aber ein bisschen über... So knapp 10 Hektar müssen jetzt weg sein. Das geht natürlich wie die Feuerwehr mit dem Ding, ne? Sehr schön, dann haben wir davon auch ein paar schöne Aufnahmen. Habe ich letztes Jahr nämlich gar nicht geschafft. Da habe ich das nur mit dem Frontlader, glaube ich, gemacht, ne? Vorne an der Schwinge. Wir werden mal gucken, wenn wir wieder damit unterwegs sind, werde ich mal so ein paar Magnetaufnahmen machen. Du weißt doch, erst die Technik, dann die Optik. Ich habe jetzt geschafft, 2 Schrauben zu lösen. Weiß gar nicht, die eine ist da unten gefallen. Auf jeden Fall. Ja, die liegt da, ich sehe die. Guck, kommen Sie näher, können Sie sehen auch. Ja, das ist egal. Aber hier, die 2 Schrauben waren hierfür zuständig. Haha, siehst du? Aha. Guck mal hier. Ist nicht kaputt. Können wir hier nämlich reingucken. Und dann sehen wir nämlich, dass hier ein Schlauch ab ist. Der geht von dem T-Stück weg. Das ist die Versorgung.
die Versorgung von den beiden Tasten hier. Die machen hier hinten drin eine Polsterung. Was ja noch witzig ist, dass dieser Sitz hier noch ein Kabel in den rein hat. Sitzheizung? Das glaube ich nicht. Aber was er hat, ist an der Seite ein Schalter. Da haben wir auch, hatte ich heute schon Gespräch drüber. Hier, den Schalter. Der Schalter, das habe ich auch in den Zeichnungen gesehen, der ist für ein Ventil. Und die Aussage war, dass du bleibst unten. Dass das Ventil dafür da ist, dass man damit die Position sichern kann. Warte mal, ich muss den Hund holen. Das wird ja im Leben nichts. Er ist schon da. Er ist schon da. Die Frage ist, wo will er jetzt hin? Wo will er jetzt hin? So, ach guck mal. Und das ist eine Leitung, die hier nach unten geht. Diese Leitung war hier nach unten. Ja. Auf jeden Fall habe ich Leitungen besorgt. Die machen wir mal neu. Und dann gucken wir mal weiter. Die können wir mal, weiß ich nicht, die geht hier unten durch und dann geht sie ja unter den Sitz. Aber das macht nichts, da kann ich sie abschneiden. Abschneiden, Verbinder drauf, fertig. Haha, wie beim letzten Mal, geht ganz schnell. Das geht. So, nächste Undichtigkeit beseitigt. Ich glaube, wir müssen das Tor aufmachen, bevor wir hier starten. Ne? Kannst du mal das Tor aufmachen? Nee, nein, du sollst das Tor aufmachen. Füße runter. Das nächste Leg! Ketten, wir gehen runter! Die Kabel sind einfach alle nicht mehr gut. Ja, wir müssen mal. Wo habe ich denn den gelassen? Den guten schwarzen Schlauch. Das hier ist auch. Hast du hingekriegt? Aber es zischt hier oben irgendwo, glaube ich. Hier draußen. Also, er geht. Ich weiß nicht, ob der Schalter in Funktion ist. Hier ist noch ein elektrischer Schalter. Und der, laut Zeichnung und Aussage, geht der auch aufs Ventil. Und dieses Ventil, ja, das schaltet den Hauptstrom ein und aus. Aber er pumpt sich hoch und macht und tut, ne? Richtig cool. Den Sitz haben wir also schon mal so weit unter Funktion. Warum da jetzt noch ein Kabel unter den Püschi geht, weiß ich nicht. Ich kann nicht glauben, dass das früher eine Sitzheizung gab. Und ich glaube auch nicht, dass da ein Sitzkontaktschalter war. Das glaube ich auch nicht. Aber das sieht auch ziemlich gefrickelt aus. Keine Ahnung. Aber generell, wir starten den Trecker, wir haben Luft. In dem Moment geht der Sitz. Also, super cool. Tipptopp. Hol mir dein Bier. Hol. Hast du ein Bier? Ja. So, das mit dem Schalter. Die Kabel sind so ein bisschen komisch gemacht. Aber wenn ich Zündung anmache und den Schalter hier unten betätige, dann hört man, dann pumpt er mich hoch. Hast du gesehen? Ja, das sah ja geil aus. Ne? Also, wenn ich jetzt hier den Schalter ausmache, dann ist quasi die Luft, dann das ist da ein Elektroventil, ist geschlossen. So, ja, der Sitz verliert bestimmt irgendwie noch leicht ein bisschen Luft, also er sackt jetzt ab. Aber wenn ich es einschalte, klack, dann arbeitet er auch. Wenn dann die Zündung aus ist, arbeitet er natürlich nicht, weil ja kein Dampf da ist. Ne?
hört man sie auch leicht zischen. Das sind bestimmt noch irgendwelche anderen. Ja, das ist bestimmt diese. Ja, das ist auch dieses Ablassen. Ne? Aber was auch funktioniert, die beiden hier. Das ist hier Lendenwirbel. Kann man nicht. Das sieht man nicht so. Das sieht man nicht, aber funktioniert. Es funktioniert alles. Er ist ausgeschlagen, okay, aber bis jetzt haben wir ihn erstmal unter Funktion. Richtig geil. Aber was habe ich heute schon erfragt? Der Druckluftanschluss nachher, den kann man ja super verwenden, um nachher einen Druckluftanschluss in der Kabine zu realisieren. Das heißt also, um hier drinnen einfach eine Druckluftpistole zum Auspusten zu haben. Und der Dampf für das Ventil ist ausreichend, wenn man sich einen vernünftigen neuen Sitz holt, dann hat man da auch Dampf. Ne? Das kommt also alles von unten, das ist, man muss keine Kabel verlegen, nichts. Der neue Sitz kommt, man schließt ihn an und ist glücklich. Also, tipptopp. Aber wir haben jetzt erstmal diesen hier, der bleibt hier erstmal drauf. Auf dieser Seite ist die Armlehne defekt. Oh, das ist ein bisschen ärgerlich. Kann ich mich als Kind daran erinnern, bei uns war auf der anderen Seite die Armlehne defekt und dann bin ich mit dem Fadi beim Händler gewesen und dann sagt er, ja, ich brauche für den Sitz eine Armlehne, das Oberteil. Dann waren das hier zwei Schrauben, das habe ich damals getauscht, das weiß ich noch. Das konnte man tauschen. Das hat dem Fadi nicht gefallen, dass der Sitz nicht in Ordnung war. Und daran habe ich damals schon gemerkt, oh, es liegt Fadi was an der Maschine. Ne? Wenn er so eine Sachen austauscht, andere hätten gesagt, hier, mir doch egal, wenn das hier ein bisschen zerflattert ist. Ne? Nee. Das war Fadi schon nicht egal und mir ist das schon gar nicht erst egal. Ne? Aber so, richtig cool, Sitz funktioniert, Schalter funktioniert, alles funktioniert. Geil, erstes Thema abgehakt. Und rundum leuchtet gut. Hier wird nichts gedroschen, du. Anhänger, Mähdrescher, alles in Gange. Oh Mensch, jetzt habe ich die Kamera vergessen gehabt, ne? Schön auf dem, wie heißt denn dieser Mähdrescher eigentlich? 7.80. Das ist ja eine Generation neuer als die Generation, die mein Nachbar hat. Ne? Sehr cool, zwei Runden mitgefahren. Das schon, ja. Es ist zwar in New Holland, du weißt, du sitzt auf New Holland und alles gut, aber trotzdem ist ja doch noch wieder immer mal mit was Neues und mit was anderes. Schon sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Aber ich glaube, ja, kurz zu sehen war ja, wir düsen jetzt wieder weiter. Wir müssen hier noch ein Stück Brache mulchen, ne? Machen wir ja zu gerne. Da pilgern wir jetzt fix hin, dann ist hier gleich um die Ecke. Bin nun auf der Brache angekommen. Ja. Immer wenn ich irgendwas mulch, was Brache ist oder Stilllegung, wie man bei uns sagen würde, dann wollen die Leute das ja mal gerne haben. Also wenn hier noch einer Bedarf hat, mir ist es egal, kann er gerne abfahren. Ne? Ein paar Blümchen, ein paar Distelchen, ein paar Gräserchen. Ja, also wer das haben möchte, denke mal, das ist durch das Mulchen ziemlich schnell zusammengetrocknet. Ne? Der kann, denke ich mal, in zwei Tagen kann er hier heute pressen. Das Wetter soll auch gut werden, dann passt das. Dann. Ja, also so sehen typische Brachen aus. In der Regel, es gibt eben, das ist auch im Grunde genommen, das ist ja letztes Jahr, puh, das habe ich aber auch gefilmt, ne? Da haben wir da geflücht und Kleegras angesät, Milanflächen, das sieht sehr gut aus, da kann man nicht anders sagen. Und dies hier sieht halt so aus, wie so Flächen dann aussehen. Ne? Dass es mal so Flächen gibt, wo ein bisschen mehr, ich nenne es immer gerne Elefantengras, durchgekommen ist. Das kannst du mal haben, aber in der Regel ist das, sieht das nicht so aus. Ne? Und dann kannst du da auch nichts mit anfangen. Das ist einfach so. Und das ist Brache und das heißt Brache, weil das, oder Stilllegung, weil das aus der Nutzung rausgenommen ist. Dann geht es auch nicht darum, dass da irgendeiner noch wieder was abfährt. Ne? Es ist dann einfach stillgelegt. Im Sinne von, es soll nicht in den Wirtschaftskreislauf reinwandern. Ne? Ja, so sieht's aus. So sehen dann übrigens die Flächen aus, die Herr Özdemir haben möchte. Seine 4% oder 7 sogar, oder was auch immer da jetzt im Gespräch ist, weiß ja keiner so genau. Und ob das noch wieder kommt und ach komm. Diese Sachen müssen immer erst, wenn sie unterschrieben sind, dann weiß man, was da genau von wird. Ne? Die Kuh wird so oft durchs Dorf getrieben, das glaubt man gar nicht. Oh, hier ist noch vom letzten Mal Dünger streuen. Oh. Noch ein bisschen Spaß. Das ist der Vorteil bei TMS, ne? Oh, dann nimmst du das Gas weg und dann holperst du hier rüber
Ah, das ist nicht mehr so schön. Jetzt ist dieser Keil raus, dann kann man da mal schräg rüber, ne? Ja. Muss ich mal quer vorweg arbeiten, sonst ist das ja irgendwie doof, da immer durchpoltern. Schockt ja nicht. Ja. So. Ich mach noch ein bisschen. Viel interessant ist es hier nicht. Man kann hier unten auch nichts sehen. Hier ist rundherum nichts zu sehen. Man sieht keinen Mähdrescher, kein gar nichts. Aber egal. Fast die letzte Bahn, ne? Lütschet N, blifft doch noch Storn. Nun wurde eigentlich auch noch mal helfen. Ja, doch. Boah, ja. Also, einmal zurück muss ich noch. Dann haben wir das. Die Sonne verschwindet da auch schon am Horizont. Von daher ist das passig. Hier kann man sehen. Bleibt noch ein kleiner Streifen liegen. Aber ich bin erstaunt. Ich habe das ja durchgeschnitten. Wenn man sich das mal anguckt. Ohne GPS. Durchgeschnitten. Jetzt fahre ich da noch einmal lang. Der muss ich das ja 2,10 Meter. Das kriege ich ja mit. Also von 0 bis. Also ich sag mal, ich bin 2 Meter schief gefahren. Auf dem Stück, was hier so über den Berg geht. Naja, was so ein Buckel hat, wo du also quasi nicht gerade lang fallen kannst. Ne? Echt erstaunlich. Also nicht schlecht. Ja. Dann ist Feierabend, da muss ich noch mal 1-2 Hübe fett in den Ladewagen drücken. Denn nächster Punkt auf unserer Agenda: Ladewagen fahren. Herrlich, würden andere sagen, ne? Guten Morgen, kann man auch sagen. An diesem schönen sonnigen Tag. Ich habe mir noch mal eine Jacke übergeschwungen, weil hier, wie heißt denn das? Nachts. Ist das bei uns im Moment so einstellig, ne? Meine Herren. Aber dafür sollen wir irgendwo, keine Ahnung, Mitte 20 Grad heute kriegen. Vielleicht sogar ein bisschen erhöht. Und das jetzt tagtäglich gesteigert. Also passt das, ne? Wir sehen hier, guck mal, hier sitzt noch ein bisschen Weizen. Da zum Beispiel Raps weg. Aber es ist so, dass... da kommen Leute mit Hund, hat das auch noch. Dass wir jetzt in eine Gutwetterperiode kommen, wo ich behaupte, dass hier das allerletzte Getreide oder das letzte Getreide komplett fällt. Und wir machen Folgendes, wir sammeln noch ein bisschen Gras ein, ne? Ah, Schwaden einsammeln, ne? Riechen, morgens noch so ein bisschen Tau. Richtig schön. Ah, bisschen nach hinten fördern. Ich bin mal gespannt, wie viele Wagen das werden. Also die Ansage war 4, aber ich glaube das noch nicht. Ich glaube, es wird weniger. Man täuscht sich immer, ne? Zweiter Schnitt. Und dann war ja eben nicht so viel, wie heißt denn das? Regen und Sonne und Co. Ja. Müssen wir mal gucken. Einmal rundherum haben wir nämlich schon eingesammelt und fördern mussten wir jetzt das erste Mal. Ja. Wir lassen uns mal überraschen. Ein paar Kugelstandorte habe ich noch. Kann ja auch so noch was werden. Achso, wie findest du die Wiesen? Ne? Einerseits kannte ich sie so ein bisschen und andererseits Kugelstandort. Fertig. Was kann dir Besseres passieren als dieses hier WhatsApp mit Kugelstandorten? Ne? Ja, das ist eine Top-Erfindung. Hoch, ein bisschen Klappe auf, kleines bisschen Zapfwelle und legen wir hier mal einen hin. Ne? Solche dicken Schwaden habe ich schon lange nicht mehr eingesammelt. Da passiert richtig was.
schön. Aber wenn man hier rundherum sieht, das ist auch alles knacke grün, ne? Hier ist halt Wasser, ne? So, wo durchgängig Wasser ist, da ist auch Wachstum. Wenn man so durch die Lande fährt, dann sieht man so einiges, unter anderem auch so Baggeranhänger. Ja, das volle Sortiment Schaufeln steht noch drauf. Aber der Sieblöffel ist da dran. Nein, Quatsch, der Sieblöffel nicht. Unser hier Siebmaster, ne? Genau. Habe ich gestern Abend noch fertig gemacht, den dann noch angeklüdert, nochmal alles abgeschmiert, nochmal alles durchgeguckt. Größthalber hatte ich das heute Morgen schon wieder vergessen. Rief der Kunde an, ich bin jetzt hier. Ich sag, ich auch gleich. Ja, muss ich da nochmal schnell hin die Tür aufmachen und mit dem Gabelstapler den Bagger rausholen. Ne? Ich wollte ihn erst draußen stehen lassen. Ups, den ersten Akku haben wir durchgebracht, aber der war auch nicht ganz voll. Ja, auf jeden Fall alles abgeschmiert, wollte ich ihn nicht draußen stehen lassen. Weil im Moment taut das relativ stark nachts und ob da nun taut oder regnet, das ist so ziemlich das Gleiche, ne? Da war ich ein bisschen pingelig. Hätte ich ihn draußen hingestellt, wäre es auch nicht ganz so gegangen, weil ich wollte ihm ja noch ein bisschen erklären, wie er damit arbeiten soll und so, ne? Wir haben uns ja selber damit erstmal einfuchsen müssen und sind soweit eigentlich mit dem, wie wir es nachher gemacht haben, zufrieden. Aber wenn da jetzt jemand anderes mit arbeitet, muss der ja auch erstmal gesagt kriegen, du pass mal auf, mach mal so, mach mal so. Damit das am effektivsten ist. Ne? Das fällt ja nicht alles vom Himmel, das Wissen. Ja, so, Wagen Nummer 3 auf dem Weg zur Miete. Ihr sitzt aber auch voll da drin. Zweimal rundherum. Ich meine, das war auch doppelt geschwadet, ne? Aber mit einem Wagen komme ich nicht aus. Ich muss hier noch zweimal her. Meistens relativiert sich das ja immer, aber ich. Nee, in den Schwaden steckt ganz schön was drin. Habt ihr ja gehört, wie er pustet da? Alter Schwede. Und dann ist das ja, weil das doppelt umgeschwadet ist, hast du ja immer mal so Häufchen da, so gedrehte, ne? Und dann. Ja. Muss auch mal so ein bisschen arbeiten, ne? Wieder da, da drüben werden gerade an so ein Fendtmähdrescher Doppelräder angebaut. Leute, fährt sich denn so ein Fendtmähdrescher so viel fest oder was? Mann, da müssen doch keine Doppelräder ran. Ja, würde man meinen, ne? Da kann man gar nicht so sehen, da steht der Schneidwerk, da der Mähdrescher. Genau da sind die Büsche davor, ne? Thomas, moin! Nee, geht natürlich um Bodendruckminimierung und es ist hier in unserer Region tatsächlich so, du kannst, wenn du gedrillt hast, danach beim Auflaufen sehen, wo der Mähdrescher gefahren ist. Wenn das ein knochentrockenes Jahr ist, also richtig knochentrocken, dann wohl nicht. Aber wenn einigermaßen feucht im Boden ist bei uns,
siehst du die Mähdrescherspuren im auflaufenden Getreide. Das ist, ja, ist halt so. Ne? Bodendruck ist halt immer so ein Thema. Und wenn du die Zeit und die Muße hast, Doppelräder raufzuschnallen, weil du keine Kette hast, dann ist dir wohl geholfen. Ne? So, oder du hast die Maximalbereifung auf Mähdrescher, keine Ahnung, 800er Räder, manchmal gehen auch, aber das, nee, das kriegst du schon gar nicht mehr realisiert, 900er Räder. Da ist mit 800 bist du ja schon mit solchen Regionen unterwegs, wo du hier mit Begleitfahrzeug und hast du nicht gesehen, ne, wenn du einen großen Mähdrescher hast. Ne? Ja, das ist immer so wie die Genehmigung fallen, wenn ich das so mit dem hier Holland sehe von meinem Nachbarn, der hat auch 800er Räder, alles gut. Der ist aber auch von der Bauart her ja nur ein Fünfschüttler, der ist ja nicht so breit. Bei dem geht das dann auch ohne so eine mega Genehmigung mit, also Genehmigung musst du haben, aber ohne Begleitfahrzeug und so. Ne? Das sind da so die Probleme, wenn du nachher mit Begleitfahrzeug und so kommst, dann wird es ja schon anstrengend. Ne? Ja, aber die Jungs kann man nicht sehen, weit weg. Und so weit ist es doch nicht weg, aber ein Graben ist dazwischen. Sind am Umbauen oder Anbauen der Doppelräder. Ne? Wir müssen ja nochmal, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Da liegen jetzt noch drei, hier noch als sechs Schwaden, zwei sind drinne. Wieder so ein Gepresse. Ich habe schon auf der letzten Wiese da so reingepresst, weil ich da nicht noch mal wieder hin wollte. So, hier haben wir jetzt lecker Schmecker Kleegras, ne? Gucken wir mal. Und dann heute Nachmittag neue Auftragslage. Die Auftragslage ändert sich ja sekündlich. Hier Kleegras häckseln mit abfahren. Ja. Könnt ihr also noch ein bisschen mehr Grünland-Content genießen. Hier ist natürlich auch hier unten, wo Wasser ist schön. Und oben, wo es weniger Wasser ist, ist natürlich nicht mehr ganz so schön. Ne? Aber gut. So ist das halt. Ne? Der Boden bestimmt, was da steht. Also das muss man ganz klar so sehen. Man kann hier und da bestimmt was drehen, aber Wasser ist Wasser. Hier übrigens, ne? Grober Schnitzer ist mir unterlaufen. 900er Truck, kein 800er, ne? Oh, wir müssen noch die Stufe wechseln. Ne, habe ich schon. Wann habe ich das denn gemacht? Und 7810 auf der Miete, ne? Und dann da noch der kleine Jumpi da mit seinem, also der kleine Weidemann Jumpi und fährt noch Bayern durch die Gegend. Hier ist richtig schön was los, ne? Ich muss die Knickachse noch tiefer machen. Nicht immer nur erzählen, auch mal machen. Straßenfahrt ein und los. So. Heute schaffen wir das, da fahren wir eine Runde mit. Das geht los. Ach, hier übrigens, nicht vergessen, Schleichwerbung wurde noch reingeschmissen, ne? Am 20. August, Blunker Jugendclub, Stoppelfede. Da wird gespült und nicht nur die Bäche. Auch die Menschen von innen. Ladewagen, Ladezentrum. Hat sich wieder was geändert. Wir schaffen es heute nicht, damit zu fahren. Ha. Was soll ich sagen? Und abfahren und dann häckseln das auch nicht mehr. War erst nicht, dann ja doch und jetzt wieder nicht. Es ist ja nicht so beständig wie die Unbeständigkeit. Ja, dementsprechend werden wir jetzt den letzten Wagen holen. Dann müsste da locker raufgehen. Und danach werde ich zum Getreideabfahren wechseln. Ja, es bleibt also ein schöner, abwechslungsreicher Tag. Aber dafür seht ihr heute noch ein Turbo-Mega-Abfahrgespann. Das ist mal eines der besten Abfahrgespanne überhaupt. Das kommt mir hier jetzt auf den Weg entgegen. Dein Zaun, ne? Ich meine nicht, ne? Wir meinen ich auch nicht. Ich fahre einfach mal eine Kante. Ah
Also die sind auf dem ersten Kleegras entgangen mit dem 840. Da hinten im Hintergrund sehe ich schon Fendt mit dem Tebbel. Der fährt jetzt gerade zur Koppel. Der Wagen hier ist schon voll mit Kleegras. Schön! Den Truck hat Max sich genommen. Den Glas-Turbo-Wagen dahinter und Action. Sehr geil. Das Ding ist im Abladen. Man kennt ja schon diese blaue Rakete, aber der soll ja noch schneller sein. Ja, und drückt das durch Dosier, Max. Echt geil. Der Turm vom Hexer ging schon hoch, also. Ah, siehst du. Der Tablet zieht von dann. Dann können wir ja noch sehen, wie hier auf den Klaus gehäckselt wird. Das könnte ja fast ein Klaas-Werbevideo sein. Klaas häckselt auf Klaas und so ein Stern davor. Gewaltig. Leichte Fahne kommt auch. Die beiden grinsen sich schon ein. So, jetzt drehen wir hier den Klaas-Werbefilm. Ihr müsst winken. Ja, sehr gut. Immer winken, winken. Wer ist dafür, dass wir das als Thumbnail nehmen? Irgendeiner muss dafür sein. Ach so, ich bin dafür. Nehmen wir als Thumbnail. Gesammelt. Jetzt habe ich mir hier Horst hintergebunden, hinter den 824. Ich bin jetzt umgesattelt, arbeite jetzt wieder für meinen Nachbarn. Wie gesagt, Horst hängt hinter. Tatkenhorst. Hier ist der Doppelriedige. Staub tut's, aber man kann ihn nicht sehen. Ne? Irgendwo da hinten ist er. Da. Gar nicht so weit weg, aber man kann es nicht sehen. Durch die Bäume konnte ich ihn sehen. Gut, wir fahren zu dem Feld, wo die Drohne abgestürzt ist. Da geht's weiter. Viel ist da nicht mehr, aber ein bisschen zum Glück noch. Hier haben wir den Schlag. Da hinten staubt es doch schon. Hier habe ich gerade gesehen. Oh, da. Der hat Rundbein gewickelt. New Holland mit der Glaspresse. Und da wird Weizen gedroschen. Oh. Wie wir sehen, wir sind schon über die Unfallstelle hinaus. Ja.
was wir gerade nicht gesehen haben. Ich war dafür, war ich zu langsam. So, erste Stufe, ja, alles gut. Der 724 mit dem anderen Kipper kam mir eben entgegen. Ne? Wir kippen wieder da, wo wir nur mit 18 Dollar kippen können. Und ja, somit ergibt sich das, dass wir beide einen 18 Tonner hinter haben. Und dann wollen wir mal gucken. Wir fahren hier mal in der Fahrgasse ein bisschen runter. So auf eine gute Position, weil er an einer Kante lang fährt. Ne? Wenn er nur an einer Kante lang fährt, kann er ja in diesem Moment nur beim Hochfahren abtanken. Das heißt also, ich muss ja irgendwo im unteren Drittel oder ab der Mitte stehen, damit wir dann quasi noch genug Futter haben zum Abtanken. Ne? Ja. Mal gucken, was für Kornfeuchten wir heute haben. Aber eigentlich haben wir das gut ausgesessen. Rundherum haben die gestern schon alle gedroschen und vorgestern, weil sie nervös waren. Das Wetter soll gut sein. Wir haben uns überlegt, wir warten. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Also es soll auch noch 3-4 Tage länger gut bleiben. Ne? Gut. Das ist gut. Können wir gleich abtanken und dann kann ich erstmal rüberlaufen zum Schnacken. Der ist ja viel wichtiger. So, was brauchen wir? Handbremse los und los. Oha, es war sogar so schlimm. Ich glaube, ich komme runter. Nee, hat nicht geklappt. Aber bevor was daneben geht, machen wir das so, ne? Ütsch. Das Ende ging nicht mehr. So, hier noch einmal, dass man das sieht, ne? Das hier ist die Waage. Da passt ein sportliches Gespann drauf. Eben gerade zum Beispiel, der Bauer hat einen Valtra und einen kleinen, na klein, das ist ein 18 Tonner, aber ein Tandem-Anhänger. Die beiden passen da schnuckeligerweise rauf, ne? Aber so ein Trecker von dieser Bauform mit Anhänger, der passt da von der Länge her natürlich nicht drauf. Ist ja auch nicht schlimm, ist ein Drehschemel-Anhänger. Wenn du da rauf fährst und lässt ihn nur raufrollen, keine Bremse und nichts, dann kannst du den so wiegen. Ne? Das ist gar kein Problem. Deswegen fahren wir mit zwei 18 Tonnern ab. Ne? So, wir sind hier in der Dunkelkammer am Kippen. Ne? Zack. Und da ist Licht am Ende des Tunnels.
Da wird aufgepasst. Da wird weggefahren. Hallo. Tada! Mähdrusch für heute beendet, ne? Ja, schade. Ich war zu spät anscheinend. Ja, das Wetter ist, geht so. Also das Wetter ist ja sehr gut und deswegen haben wir keine Not und es ist auch bitterkalt. Und jetzt, wenn wir jetzt aufs Tacho gucken, werden wir sehen, dass es überhaupt gar nicht bitterkalt ist, denn wir haben noch 21 Grad. Aber es kommt einem bitterkalt vor, ne? Ja, kalt. So, wir schnurren den Mähdrescher hinterher. Er hat ordentlich Gummi gegeben, hast du es gesehen? Ist er losgedüst. Ja, nur ist ja auch eine Hauptverkehrsader hier, da muss er auch rüber. Wir wollen jetzt da Schneidwerk abbauen und dann gucken wir mal. So, und dann... Ah, dann müssen wir zu Hause noch eine Verladungstechnik machen. Der ist eigentlich auch geil, ne? Das da ist ein Kotflügelhalter. Wofür? Für einen Trecker. Ja. Und wo wollen wir die ranbauen? Im vorderen, bestimmt am 14. Ja, genau. Die wollen wir. Nee, am das, die, das sind Kotflügelhalter für den 818 und zwar die einarmigen Banditen, ne? Die, die alten haben zwei Arme und die neueren haben einen. So, Lieferzeit für den zweiten, keine Ahnung, Oktober oder so soll er kommen. Das ist jetzt links, für rechts gibt es im Moment nicht. Und jetzt, um mal in der Evolution weiterzugehen, warum, was passiert? Hier, nehmen wir einen 600er, ne? Siehst du das? Der 600er, der hatte schon einen einarmigen Banditen, ne? Das ist hier ein Arm, unten ist kein zweiter. Und dann konnte man ja diesen hier, kannst du rausnehmen, diesen Riegel hier. Und dann hast du hier verschiedene Verstellmöglichkeiten in der Höhe. Aha, das gibt's doch nicht. Und bei diesem hier hast du ein paar Langlöcher, wo du vielleicht ein bisschen was stellen kannst. Und das war's. Aber sie haben den gebaut, einarmig, und dann sind sie auf zweiarmig gegangen. Es ist nicht verständlich, wieso sie sich verschlechtert haben. Und dann sind sie wieder zurück zu einarmig. Aber es ist doch auch verschlechtert, weil man kann es ja nicht verstellen. Ja, es ist nur Verschlechterung. So, folgendes, und zwar, jemand hatte gefragt, ob ich das mal zeigen kann, und das bietet sich gerade an. Wenn wir, morgen bringe ich die Reifen ja zum Händler, der die Felgen organisiert hat, und dann, werden da die Reifen drauf montiert und dann wird da gleich direkt, gebe ich gleich mit, ein Schnell-B- und Entlüfterfüller drauf gemacht. Und zwar ja, wir haben ja diese Variante, die neuere Variante hat quasi das Gegenstück, also die Papa-Seite. Wir haben die mit Mama-Seite, die habe ich und dann ist das eben so. Hängt damit zusammen, weil dieser hier im Verhältnis schwer ist und wenn ich jetzt die Gegenseite hätte, mir ein Beispiel. Egal. Wenn wir jetzt die Gegenseite haben, die ist hier, ne, die sieht dann so aus. Sieht noch ein bisschen anders aus mit Rückschlagventil und so, aber im Verhältnis, die ist schwer und die hier ist leicht. Ne? Deswegen haben sie das gewechselt. Und zwar ist es so, man kann so Dinge ja erkennen, woran man so ein bisschen erkennen kann, ob man einen Schlauch drin hat oder nicht. Wenn du so ein feststehendes Ventil hast, wie dieses hier, dann ist da niemals ein Schlauch drin. Dann bist du immer schlauchlos unterwegs. So, dieser Reifen ist also schlauchlos. Man könnte jetzt hier diesen Schnell-B-Entfüller drauf machen, wenn Schlauch drin ist. Oder es gibt eben auch die Variante hier ein flexibles Ventil drauf. Das ist ja vom Auto hier, das hält auch dicht. Ne? Das gibt es auch für Trecker, der hält das auch dicht. So, auf dieses Ventil, das ist noch ein bisschen stabiler in der Regel, kann ich aber nicht den drauf machen. Deswegen muss auf jeden Fall, so wie hier, so ein festes Ventil drauf. So, im Grunde genommen passiert dann nicht viel. Ne? Das wird. Also, ich brauche ein festes Ventil. Ne? Das ist dann ganz normal in dem ganz normalen Befüllventil drin, was ist. Dann habe ich hier eine Mutter und einen O-Ring. Zack.
So, jetzt würde ich in dem Falle, geht's rüber? Geht nicht rüber, ne? Doch, es geht rüber. Dann können wir das sogar mal simulieren. Wird hier die Mutter raufgeschraubt. Dann kommt als nächstes der O-Ring, den klemmen wir uns jetzt einfach mal. Dann wird, nicht erschrecken, dann wird einfach das Ventil rausgedreht. Und dafür kommt mein Schnellbefüller rauf. Und dann bin ich schon fertig. Mehr wird nicht gemacht. Dazwischen ist jetzt noch der O-Ring, ist klar. Und dann ist das dicht. Dann hat man hier noch seine Kappe, dann kommt die Kappe danach drauf und dann ist man hier fertig. Zack. Es ist auch möglich, wenn ich jetzt hier keinen Schlauch drin habe und möchte sowas nachrüsten und habe kein festes Ventil, dann kann ich mir auch das Rad abbauen, drücke mir das einmal mit dem Frontlader runter, baue hier das feste Ventil ein und bin fertig. Dritte Möglichkeit, die gibt es auch noch, die ist eigentlich auch elegant, die Lösung. Das ist alles kein Geheimnis hier, sowas, ne? Du kannst auch hergehen und sagen, ich bohre mir hier ein passendes Loch rein, setz mir noch ein zweites Ventil und mach mir meinen Schnellbefüller dann quasi an irgendeine andere Stelle der Felge und habe dann beide Sorten Ventil. Ich bin schwerhörig. So. Das stinkt. Schön nach Gummi, ne? Ah, eklig. So, dann würde man hergehen an anderer Stelle, habe ich auch schon oft gesehen. Habe ich noch nie gemacht, würde man hier ein anderes Loch bohren und würde hier an die Stelle das setzen. Dann hätte man beide Möglichkeiten, ne, zum Befüllen. Du bist ja manchmal irgendwo und hast nicht die Möglichkeit, das zu befüllen. Deswegen muss ich mir nochmal so Adapter bauen von Normalbefüllung auf diese hier, dass man sich die auf jeden Trecker legt, wenn du irgendwo bist und hast nichts dabei, dass du das da dann mitmachen könntest. Ne? Genau, das war die Frage von jemandem. Das sollte ich gerne zeigen. Zeigen wir natürlich gerne. Ne? So sind bei uns in der Regel eigentlich alle Reifen ausgestattet. Und eben auch, jetzt kommen da eben zwei neue und die werden natürlich auch so ausgestattet. Gut, dann haben wir dies, das und dann haben wir jenes. Dann haben wir eigentlich soweit alles. Sehr schön. Dann hoffen wir. Das Video hat euch wieder gefallen. Wir sind nämlich leider am Ende. Oh. Wir sind leider am Ende. Genau, wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Wer möchte im Anschluss... Wir packen noch ein Paket aus und ja, ansonsten sehen wir uns wohlbesonnen zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. 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 Oh Mann, dann erzählen wir das Ganze nochmal. Hat sich diese blöde Kamera aufgehängt. Also, Freitagabend, 23 Uhr Dingens. Ich wollte, wir wollten noch die Pakete auspacken heute Abend. Aber ich bin später nach Hause gekommen als gedacht und deswegen liegt Katharina schon im Bett und schläft, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und alleine packe ich hier die Pakete nicht aus, weil ich habe da gar nicht die Übersicht drüber. Ein bisschen Übersicht habe ich, ein bisschen Übersicht hat Katharina und die meiste Übersicht hat ja sowieso der Hund. Und von daher kneifen wir uns das, denn ich muss ja irgendwie noch dieses Video zu Ende schneiden und rendern. Damit ihr das morgen sehen könnt und von daher schieben wir das Pakete auspacken auf Mittwoch und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann gebt dem Video ein bisschen Liebe und dann sehen wir uns am Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.